Die Funktionsweise der Sauerstoffpflanze ist so, dass wir mit etwa 5 Bar reinen Sauerstoff durch ein Hohlrohr schicken. In diesem Hohlrohr sind kleine Drähte eingearbeitet aus Metall oder Metalllegierungen. Und je nachdem, welche Legierung da drin ist, stehen vorne zwischen 3.000 und 5.000 Grad Celsius an. In unserem Fall heute hier etwa 3.500 Grad. Dieses Verfahren kann auch unter Wasser eingesetzt werden. Das Rohr wird mit diesen Drehbewegungen des vorderen Kameraden in den Stein hineingedrückt und der Beton schmilzt bei etwa 3000 Grad und wird durch den Druck aus dem Bohrloch herausgespült. Bei diesem Brennvorgang zehrt sich die Sauerstoffpflanze langsam auf und muss irgendwann dann von hinten neu angesetzt werden. So schnell geht's. Vielen Dank.